Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rush Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Das hier ist ganz viel Werbung, bevor sich irgendjemand auf die Füße getreten fühlt. Wir haben den ersten Advent und die Adventszeit und vor allem dann auch die Weihnachtszeit und die Feiertage und die kalten, langen Nächte, die ihr jetzt allein zu Hause verbringt, kann man ziemlich cool rumkriegen oder wie auch immer, indem man Achterbahnmodelle baut. Und wir haben hier einen Karton mit dem ein oder anderen Achterbahnmodell. Das Karton öffnen wird Ihnen diese Woche präsentiert von der Firma Intermin Amusement Rides. Und wie immer findet ihr natürlich alle wichtigen Links in der Videobeschreibung. So. ride-review.freizeitpark.de und in diesem Shop findet ihr mich dann. Nicht nur diese Modelle, die ich jetzt hier raushole, die Coaster Cutouts, sondern auch Nano Coaster, Achterbahn oder Freizeitpark Quartetts, Stadtland Freizeitpark und so weiter und so fort. Also checkt da gerne mal vorbei und hier drinnen befinden sich sogenannte Coaster Cutouts und das machen wir heute nicht, das machen wir ein andermal mit euch. Was das ist, findet ihr vielleicht im Shop raus oder so, das war's auch schon. Oder demnächst hier in einem neuen Video, deswegen abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und heute bauen wir ein Coaster Cutout bei Park Scout, gekauft bei Ride Review. Ja, immer gucken, dass da nicht irgendwas vergessen wird. Sehr überschaubar heute das Ganze. Und ich kann euch das vielleicht schon mal zeigen, was es am Ende werden soll, wenn euch das interessiert, wenn es hier auch zu sehen ist. Ja, es ist zu sehen. Wir haben einen Wagen, einen Achterbahnwagen. Und das ist der sogenannte Millennium Flyer Zug oder Wagen der Firma GCI, Great Coasters International. Und Great Coasters International präsentiert heute auch den Untersetzer des Abends. Have a drink on us. Have a drink on us. Vielen Dank an Great Coasters International zur Bereitstellung dieses Bierdeckels. Und Bauenholzachterbahn kennt ihr auch auf jeden Fall, seid ihr bestimmt schon mal eine gefahren. Es gibt zum Beispiel in Deutschland, als Beispiel im Europapark Wodan oder im Freizeitpark Plon El Toro. Wir haben aber auch in den Niederlanden Troy oder auch, also im Toverland in den Niederlanden, oder auch dann im Efteling Joris Enne Draak, um ein paar Beispiele zu nennen. Ja, und das ist so ein Millennium Flyer Zug und Wagen. Und Zug ist das Stichwort, denn es gibt auch einen ganzen Zug vom Millennium Flyer. Wir haben euch das letzte Mal einen kompletten Zug vom B&M Hypercoaster hier gezeigt. Der ist inzwischen ausverkauft. Wir haben euch davor einen kompletten Zug vom B&M Suspended Inverted Coaster gezeigt. Und auch den habt ihr schon euch alle unter den Nagel gerissen. Auch der ist ausverkauft und jetzt streng limitiert. GCI Millennium Flyer, kompletter Zug mit, so einem, ja, mit der Holzachterbahnschiene auch drunter, die auch noch so einen Bogen hat, wo dann kompletter Millennium Flyer Zug drauf ist. Sieht richtig, richtig, richtig geil aus. Mega. Und wir zeigen euch jetzt, wie gesagt, den einen Wagen hier mal und bauen jetzt zusammen mit euch auf. So, also wir haben ja jetzt hier jetzt die Anleitung. Die würde ich jetzt erstmal zur Seite legen und packe jetzt erstmal hier das Paket mit den Teilen aus. Da ist so eine Folie drum und da sind die dann alle, das sind jetzt diesmal drei Bogen, sind alle drei drin. Der Müll kommt auf den Boden. Das räumt der Bro nachher weg. Hallo? So, und da hätten wir jetzt diese drei. Das hier ist sehr gut ersichtlich, das ist für den Sockel, wo der Fuß nachher drauf, der Fuß, jetzt der Wagen nachher drauf steht. Und ich würde jetzt tatsächlich einfach anfangen und alle Teile raustrennen. Ich mache das immer ohne alles. Der Bro, der braucht immer so einen kleinen Schraubendreher als Assistenz. Und dann würden wir das jetzt erstmal alles raustrennen und sortieren. Dann machen wir so kleine Stapel mit den einzelnen Sachen, weil man sieht ja, viele Sachen sind hier, wiederholen sich, weil die Teile von Bügeln sind oder sowas. Ne? Und Räder und so. Und das sortieren wir dann jetzt mal alles und gucken dann mal, wie es losgeht.
Ich mache mir jetzt das Schwere hier zuerst. Das will ich nicht. Das sind ja süße Teile, ne? Einzeln sind. Wenn wir jetzt gerade einen Zug machen oder so, dann ist es auch immer nach Wagen sortiert und da kann man dann je nachdem rauslösen. So, wir haben jetzt hier unsere Anleitung und hier sehen wir jetzt die Teile, die man braucht. In den weiteren Schritten sind die Teile, die man neu dazu hinzufügen muss, dann immer dunkel markiert, damit man auch weiß, was hat sich denn jetzt geändert? Genau. Demnach müssten wir jetzt, wenn wir uns mal den Tisch so angucken, dieses Teil hier als erstes nehmen. Das wird das hier oben sein. Und dann brauchen wir noch eins mit so Löchers an der Seite hier und eins ein Loch zum Reinschieben. Tisch wird das sein. Und dann, genau, und der Bro hat das andere auch schon gescheckelt. Das ist das hier. So, das ist natürlich immer ganz wichtig, dass man sich anguckt, wie rum das da alles reinkommt. Der Pinöppel muss nach vorne. Das kommt hier in die Löschkes. Und der hier, der muss der Pinöppel nach oben, dann kommt das so da rein. Und dann muss man das hier festklippen in das Löchsle. Mit Kraft. Davon habe ich natürlich ganz viel. Und man sieht. Dann knackt es einmal und dann ist es fest, wenn man Glück hat. Das wird vermutlich bereits die Sitzbank sein, wenn ich mir das so vorstelle. So, der Sitzbank fügen wir nun die Armlehnen bzw. Seitenverkleidung hinzu. Da würde ich jetzt mal vermuten, dass das diese hier sind. Korrekt. Und die kommen hier an die SIG. Die müssen dann einmal hier in das Löchsle. Und einmal hier in das Löchsle. Und ich würde das bevorzugen, das jetzt von der Seite zu machen. Man kann das aber auch von oben machen. Das ist schnurzpiepigauer. Da muss man für sich gucken, wie man das am besten da reinklippelt. Ich weiß auch noch nicht, ob das die richtige Entscheidung war, wenn ich mir das so angucke. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm jetzt. So, das ist drin, das ist auch drin. Eine Seite, schickimicki. So, noch die andere Seite. Ja, das hält gut. Man denkt, man hat es drin und das Holz sagt so, nö. Das passt. So, da können sich jetzt schon Leute reinsitzen. Es gibt leider nur keinen Sicherheitsbügel. Noch nicht. Cool? Cool. So, wir haben jetzt hier zu den Sitzbegrenzungen nochmal Seitenverkleidung. Die kommt auch da dran. Da hat der Bro nicht richtig ausgetrennt hier, der Schlinge. Hallo? Ist halt nicht süß. Die ist doch schön, oder? So, hier haben wir dann in der Anleitung so ein Ausrufezeichen. Achtung! Weil da könnte es Bauteile sein, die besondere Ähnlichkeit mit anderen haben, sodass man darauf genau achten muss, welches man wo benutzt. Ich glaube, das ist nämlich dann, dass man diese hier nicht mit diesen hier verwechseln soll. Aber wir brauchen, glaube ich, diese hier. Und dann kommt es vielleicht noch auf die Richtung an. Ja. Dass sie unterschiedlich angewinkelt sind, ist, glaube ich, auch noch das Ausrufezeichen. Das muss so rum. Und das, würde ich sagen, muss so rum. Das ja. Ergibt sich ja dann auch durch diese. Ja. Durch dieses da. Nehmt meine Hand. Liege davon.
So, das muss jetzt hier. Das ist da, fummelig. Genau, da hinten ist ein kleines Loch, wo halt dieser Pinöpel rein muss. Dann muss in das große Loch diese komplette Ding da rein. Und dann muss da noch so ein Deckel drauf. Das ist das halbrunde Gerät dann, ne? Ist das hier? Ja. Das, oder, ja, da muss man auch aufpassen mit dem eingravierten da. Mit dem, genau, dem Lasercut da dran, dass man das nach außen hat. Das ist, ja, das so eine Art Deko. Hier sieht man, dass das hier mit so ein bisschen Abstand da dran ist. Da kann man dann nochmal so ein bisschen gucken, ob das auch stimmt, weil es einem erstmal so komisch vorkommt, dass da eben so ein Spalt zwischen ist. So. Ich glaube, das haben wir erfolgreich gemeistert. Und hier hinten kommt jetzt so ein riesenlanges Ding dran. So ist der Plan. Ja, man kann sich selber nochmal kontrollieren, ob das alles passt. Genau. Also richtig war bisher. Und das ruhig auch mal drehen und wenden, falls da so Gravierungen, Gravuren heißt das, drauf sind, dass das dann auch richtig rum ist. Ja, und hier ist jetzt immer die Frage, was mache ich jetzt zuerst rein, weil es halt an mehreren Stellen gleichzeitig passen muss. Nicht, dass man das eine dann reinklippt und dann passt das gar nicht mehr mit dem anderen, weil das verzogen ist oder so, oder dreht. So, aber so, das sieht schon mal ganz gut aus. Kraft, Kraft, Kraft. Vorsicht da oben. Hier bin ich richtig. Das sieht gut aus. Ja, das ist diese Handrail, die da an den Zügen immer dran ist. Genau. So. Und jetzt machen wir den Wagen einmal zu hier vorne. Das wird dieses Teil sein. Ja. So, das war doch schon mal recht easy, oder? Schönes Ergebnis. So, und weil der Bauer so viel Spaß dran hat, darf der jetzt auch mal weiterbauen. Oh, scheiße, ich habe die Kackseite mit dem Bügel gleich. Hallo, Bauer. So, nächste Seite. Wir schlagen um. Das sieht mir aber nach dieser Seite aus. Also nach diesem Teil. Ja, ja, da unten der Boden. Aber dass ich das wahrscheinlich drehe, weil hier ist nämlich auch so, so ein Lasercut drauf, was wahrscheinlich, also es ist so das Riffelblech, was man beim Einstieg hat. Und das wird dann allerhöchster Wahrscheinlichkeit, na, wir gucken jetzt gleich nochmal, dass das dann so ist, ist ja dann die Oberseite. Aber wir machen jetzt erstmal den Unterbau. Ich gucke aber, und da sieht man es auch, wenn er einen umschlägt. Das, das heißt, wir bauen den Zug von unten. Das ist die Unterseite. Und auf jeden Fall brauchen wir dieses Teil. Das sollte es zweimal geben. So, das soll es zweimal. Das da? Ja, das kommt eher hin. Das ist nämlich dann die Seite ohne Löcher. Ja, da muss man halt genau drauf achten, ne? Da Löcher sind und wo da die Pinöpel sind. Und hier kommen die Pinöpel nach unten dann, damit Löcher oben sind, würde ich mal behaupten. Du hast da nichts mehr Großes, nee, ne? Ich hab da nichts mehr Langes, wir müssen jetzt. Das kommt dann so und wir müssen, das muss so, damit die Löcher, die Außenlöcher, dann passt das auch mit dem da drunter. So, haben wir das schon mal. Dann haben wir zwei identische Teile, die das hier abschließen und dann würde ich mal brauchen, die kommt da dran. Jo. Ist ein bisschen fummelig. Da empfiehlt sich immer, das schon mal leicht oder schon mal gut dran zu machen, aber jetzt noch nicht final. Und dann die Gegenseite, wenn das so gleich gegenüber ist. Und dann kannst du nämlich auf beide gleichzeitig den gleichen Druck ausüben und versuchen, die dann da. Und dann hast du es halt richtig fix. Zack, auch schon drin. Super. So, dann verschließen wir das Ganze auch schon. Das wird das Teil sein. Und die Löschkes, das hier sind nochmal so Außenlöcher, das sind die hier oben. Also so rum auf jeden Fall. Und dann setzen wir das auch schon da drauf.
Das ist auch hier an vier Punkten quasi. Da sind wir schon drin. Jetzt alles einmal geklackt. Das nächste. Ich vermute mal, dass wir bei diesem Teil hier sind. Nämlich auch zweimal. Und da bleibt das in der Mitte, die bleiben. Und die beiden äußeren bleiben. Und in die wird das hier reingeklippt. Jetzt ist das so ein kleiner Spahn. Und jetzt kein Gesundheitsminister. Jens. Jo. Man sieht, da muss wirklich viel Kraft auf ihn. Ja, also mal flupst direkt. Manchmal haben wir auch so einen Gummihammer. Man kann auch eine größere Zange nehmen und wenn, also bei so dünn fragilen Teilen, wenn du eine größere Zange nimmst, eine Pumpenzange, dann kannst du die vorsichtig zusammendrücken. Jetzt haben wir das. Next ist wieder ein Ausrufezeichen. Und da haben wir zwei ähnliche Teile. Aber wir sehen ja, hier ist ein Loch. Also sind wir mit dem Teil hier hinten. Und das ist dann das vordere Teil. Auch hier wieder drauf graviert, das dann bitte nach außen. Ich habe das nämlich beim Steel Vengeance Full Train habe ich das verkackt und habe die Beschriftung verdreht. War nicht so schön. Und auch hier mache ich dann wieder erstmal andrücken. Und dann final zusammen. Auch das ist fest. Das kommt jetzt leider Gottes weg. Also das, was wir jetzt hier haben, müssen wir jeweils viermal bauen. Viermal bauen. Deswegen steht das da extra voll. Das sind also zwei von denen. Einmal und einmal sowas und rund und noch. Das sieht schon mal nach dem aus, was wir brauchen. Dann ist das mit dem Pinöppel da lang und das ist da lang. Und das halbrunde. Ja, kommt das jetzt mit der Gravur nach unten, weil das hier nicht angezeigt wird? Ich komme nach oben, oder? Weil das sieht man nach unten gar nicht. Weil das hier, das kommt ganz nach unten. Ja, es ist jetzt zum Film ultra kacke. Ja, immer nur deine Finger, weil deine Finger so groß sind und das so klein. So, damit ihr das schon mal gesehen habt. Und da kommt dann auch noch außen dann direkt das Laufrad hin. So wie ich das hier sehe danach. Dann habt ihr nämlich Laufrad, Upstop-Wheel und Seitenführungsrad. So, der Bro hat jetzt hier die restlichen Dinger zusammengebaut und das ist schon mal reingesteckt. Und jetzt mache ich weiter. Und das kann man relativ schlecht erkennen. Man muss hier ein bisschen Mühe geben. Der Druck ist hier ein bisschen zu dunkel, zu rastlos. Aber wir sind ja nicht doof. Dann nehmen wir diesen Pfeil. Dann haben wir dieses Gerät hier, das kommt da drüber. Und dann kommt das Rad da drauf. Das hat hier auch so eine ganz süße. Oh, Entschuldigung. Also, das ist. Man hat es bei den GCI-Zügen bestimmt schon mal gesehen, dass da aus dem Laufrad an der Seite so Metall noch rauskommt, wo dann auch noch so eine Rundung dran ist. Und das so konisch zuläuft. Das ist das. Das kommt jetzt durch das Laufrad. Das wird bestimmt total einfach. So. Und hier muss man das dann so reinklappen. Da hinten natürlich auch. Ja, super einfach. Das ist wirklich das Einfachste, was ich jemals gesehen habe, tatsächlich. Entschuldigung, ich muss jetzt gerade mal eben selber gucken hier. Siehst aus wie ein Professor. So, das war gar nicht so schwer. Hier vorne sieht man, hier steht das noch so ein bisschen über hier, die Pinöppel. Da muss man noch mal ein bisschen drücken, damit das so eindeutig wird. Und das sieht doch schon mal schick hier aus. Das war schon zu schwer für Judith, Professor Judith. Zunge raus hilft übrigens bei allem, wo man sich konzentrieren muss. Immer. Supidupi. Sieht ja wunderhübsch aus, sieht er doch. Ja, weil es natürlich viel einfacher ist, das drauf zu machen,
wenn das hier alles dran ist, haben wir diesen Arbeitsschritt jetzt, dass wir diese Sitzbank mit dem Chassis vereinen. Die Hochzeit. Dochzig. Ja, wir haben uns gerade extra schick angezogen, wie man sieht. Okay. Na, was süß, oder? Willst du dir irgendwann mal die Nase putzen? Entschuldigung. Nee, ich möchte gerne in diesem Video hier ununterbrochen mir die Nase hochziehen. So, die Bügel sind dran. Der Bro hat hier nochmal eben festgedrückt mit seiner männlichen Hand. Und jetzt kommt hier dieses Gitter, was hier vorne immer dran ist, damit auch nicht die Füße rausgesteckt werden beim Fahren. Dafür ist es da, ist das verifiziert? Das ist verifiziert, korrekt. Frickelig, je mehr halt dran ist, desto komplizierter wird es natürlich, weil du halt gucken musst, dass alles andere auch an seinem Platz bleibt. Ich leg die Tischrandtechnik, die ist übrigens sehr bewährt. Sie macht keinen Druck. Er hält halt hier nur die Hälfte des. So, das ist mit so einer Rundung ist natürlich immer ein bisschen schwierig, mit geraden Teilen eine Rundung darzustellen, aber ich glaube, man erkennt es. Cool. Arme, wie nennt man das? Boogie. Boogie ist genau klar. Werden jetzt verbunden mit diesem Klavierset-Programm. Ja, das Uschi hat das Vokabelheft zu Hause liegen lassen. So, jetzt habe ich jetzt auch hier deine komischen Durchsteckkonstruktionen, oder was? Ja, das war gar nicht so schwer, wie es aussah. So, das sind die drei Teile. Nee, jetzt kommen auch noch die Räder dazu. Das Rad kommt dabei, das kommt dabei. Und das kommt erstmal durch das Rad durch, sagst du? Und dann kommt das da drauf zum Festmachen. Und dann kommt das da drauf. Und das dann. Das dann so. Ja. Und dann kommt das so da rein. Wow. So. Oh, mir schwant Böses, wie das gleich da unten dran kommen soll. Eieieiei. So, 33. Hat schon eine große Kartoffelerfahrung. Möchte sein Leben beenden. Makes sense. Ach, du hast da noch andere Teile. Ja, das ist schön. Okay, dann ist es nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Weil dann stecken wir das Ganze ja hier drup. So, das Akku war leer. Jetzt sind wir wieder back. Und zack, sind wir auch drin. Dann haben wir hier so komische Dreiecke. Oh, weh, oh, weh. Kommen da so drauf? Ja, es gibt eine glatte Seite, die kommt nach hinten offensichtlich. Und hier gibt es dann noch einen freien Pinöppel jeweils. Jetzt sorgen wir nämlich dafür, dass das Ding aussieht wie so ein GCI, wo die aussieht. Das kommt dahin. Spaltmaße. Oder gab es da Unterschiede? Ich glaube nicht, nee. Warum sehen die denn unterschiedlich aus? Gibt es Unterschiede? Ja, es gibt Unterschiede. Natürlich die falschen, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Aber überall ist ein Ausrufezeichen. Jetzt haben wir hier Dreiecke. Da muss man noch irgendwie vermitteln. Hallo, nimm mal bitte die kleinen. Also hoffe ich jetzt mal. Aber durch die kleinen nehme, habe ich nämlich nicht so viel Luft da unten. Es ist relativ bündig da unten. Und dann kommen diese großen. Die glatte Seite soll nach da. Dann kommen die. Also das ist natürlich auch eher dran gefriemelt als reingesteckt dann unten. Logischerweise. Wie soll das denn funktionieren? So, mit den Winkeln ist das ein bisschen. Ja, aber das ist auch so auf der Zeichnung. Schwierig. Ja, da ist es erstmal, dass du so eine richtige Grenze hast. Design und Umsetzbarkeit eines klassischen Wagens, Zuges, Achterbahn und eines Coaster Cutouts. Sonst geht das eigentlich ganz gut immer.
Aber so ist die Form natürlich dann eher gegeben, wie so ein Wagen aussieht. Okay, okay, okay. Okay, dann haben wir noch zwei Teile über. Die kommen hier dann offensichtlich rein. Und das verbinden wir jetzt mit dem Waren. Das hier hält ja nicht hundertprozentig die Sitzfläche, aber das steht auch mit ganz vorne bei. Das ist das ganz Normale, dass mal etwas nicht einfach nur durch Klicken, Zusammenklicken hält und man ganz leicht ein bisschen Holzleim nehmen soll und dann passt das Ganze. Jetzt kommt noch der Standfuß, weil ihr wollt das ja hübsch präsentieren. Natürlich kann man den Wagen auch so nehmen und so irgendwo hinstellen und präsentieren, aber aufgeständert sieht das Ganze immer noch schicker aus und dazu gibt es dann diese Bodenfläche, Coaster Dynamics, die sind ja auch, ja, von denen kommt das Ganze, also von Print My Ride über Coaster Dynamics, über Park Scout, über uns, wer da alles mit dran hängt. Es gibt auch lizenzierte Achterbahnen, zeigen wir euch hier auch noch, denen ist eine, haben wir euch auch schon welche gezeigt, dann ist zum Beispiel das Logo von der Bahn da drauf. Wenn ihr jetzt nicht wollt, dass da Coaster Dynamics steht, das ist gleich in grün. So. Und das machen wir dann ganz PC eben, ohne das jetzt zu verkacken, hoffentlich. Kommt das drauf. Dann kommt das Teil da drauf. Das Teil haben wir hier zur Stabilisierung noch einmal. Und jetzt wird es wieder fummelig. Das lassen wir hier oben nichts abbrechen. Man muss das hier drauf kriegen. Diese zwei Löcher. So, und damit ein bisschen den Holzstaub weg, haben wir eine neue Achterbahn gebaut. Uhu. Also Coaster Cutout, GCI Millennium Flyer. Ganzer Zug jetzt im Shop, limitiert auf 100 Stück. Wenn die weg sind, gibt es keine neuen mehr. Den könnt ihr euch natürlich noch bestellen. Wir haben Aerodynamics Looping Coaster. Wir haben ein Intermean Suspended Coaster von Volcano. Wir haben einfach nur Inverted B&M Wagen, nicht mehr den ganzen Zug, den gibt es ja nicht mehr. B&M Hypertrain, einfach ein Mega Coaster von Intermean, einen Wagen. Ein Scrambler, ein Riesenrad und so weiter und so fort. Also checkt den Link ride-review.freizeitpark.de. Und ganz wichtig, Kalender 2022, auch am Start. Wandkalender, Tischkalender könnt ihr vorbestellen und andere Sachen findet ihr, wie gesagt, auch da. Geht da gerne mal vorbei und checkt das aus. Ansonsten war es das jetzt von eurer Uschi jetzt gerade hinter der Kamera und mir vor der Kamera fürs Ride Review Video Magazin. Achterbahnmodelle für zu Hause. Wir sind raus, ihr seid die coolsten. Peace.